neue Lust in Knusperschnecken. Wie man sieht, ich bin nicht mehr auf Mallorca, ich befinde mich zurück zu Hause in Berlin und bin gerade auf dem Weg zur Fahrradschau. Da ist heute von uns vom Laden von Standard das Crossrennen, das möchte ich filmen und noch ein bisschen gucken, was sonst auf der Messe los ist. Ich war die letzten zwei Tage schon da, aber hatte nicht so wirklich Zeit und Lust, das zu filmen. Deswegen dachte ich, packen wir alle interessanten Sachen irgendwie den letzten Tag der Fahrradschau. Ich bin auch schon fast da. Ich bin auch ein bisschen zu warm angezogen. Ich schwitze mich wie ein Schwein. Heute ist da mal passend zur Fahrradschau die Sonne rausgekommen. Na, jetzt erstmal darüber huschen und dann sehen wir uns auf der Messe wieder. Lustig, das Verstecken. Bis gleich. Ja. Danke, schöne Schnecke. Ja, Zuckerschnecke. Hast du das selber gelasert? Klar, mal mit meinem Laser. Mit deinem Laser? Oh, auch das muss ich wieder piepsen. Du erzählst dauernd so Dinge, die ich da nicht unbedingt reinnehmen kann. Bis später. So, auf der Messe angekommen. Jetzt muss ich erstmal hier die Banner aufhängen mit Bene und noch einen Teil vom Kurs absperren. Und ja, glaub, die Ersten können schon so in der nächsten halben Stunde auf den Kurs und ein bisschen Probe fahren. Und das eigentliche Rennen geht dann in eineinhalb Stunden los. Ich glaube, es sind um die 20, 25 Starter. Schauen wir mal, wird, glaube ich, ganz witzig. Und? Hast du Spaß? Ja, wenn ich mal angefangen habe, dann musst du nachher mal, wenn ich arbeite. Ich dachte, das ist Arbeiten als Fotograf. Also jetzt gerade bin ich am Influencen. Am Influencen? So funktioniert das, man steht und man macht Dinge. Gut aussehen. Das können wir beide gut, dann sind wir jetzt Influencer, geil. Immer für Stimmung, sehr gut. Hat der sonst immer drauf hier? Ich finde, du machst das ganz gut. Erzähl doch mal einen Witz oder was, der die Zuschauer unterhalten könnte. Welches Tier dreht sich nach seinem Tod noch ungefähr 150 Mal um die eigene Achse? Keine Ahnung. Das Spanferkel. So, ich guck mir das mal an. Huschen schon über den Kurs und versuchen sich nicht zu verletzen. Sind die bei Schindelhauer alle so groß? Ja. Man fährt groß und gut aussehen. Schindelhauer ist generell eine sehr gut aussehende. Frage an Schindelhauer: Sind alle eure Fahrer 2 Meter groß? Endlich mal was Richtiges in der Hand. Oh, da ist die Knusperschnecke. Die Knusperschnecke. So, also, ich erkläre mal kurz, was ich hier mache. Ich fahre ohne Hinterrad, weil das Gewicht spart. Das heißt, du trägst die ganze Zeit und rennst? Ich fahre Wheelie auf Vorderrad. Das ist gut, das ist gut. Damit könntest du auf alle Fälle die Style-Punkte bekommen für das Rennen heute. Die vergibt's. Aber auch für die glitzernden Schuhe. Ja, ne? Die sind shiny. Man wird mich immer sehen, so. Das glitzernde Ding auf dem Vorderrad. Genau. Das wäre so ein Super Sonic sein. Wir wollen mir die Beine rasieren. Mit Deo? Ja. Anzünden. Richtig. Ist okay. Und? Wie ist der Kurs? Downright Karten. Downright Karten. Oh! Damn! Das repariere ich dir mit Tape, kein Ding. Guck einfach nicht hin. Guck einfach nicht hin. Guck dich hin. Hagen fährt ohne Hinterrad. Da kannst du ohne Lenker fahren. Das geht schon. Maybe just run the whole thing. Wenn du das machst, kriegst du ein Bier von mir nächste Woche im Laden und einen Kaffee aufs Haus. Noch ein Case Bier? Deine Entscheidung. Oh, die Schraube verloren, tatsächlich. Das ist ja nur Defekte hier. Keine Hinterräder, keine Schrauben, keine Lenker. Gleich zu schnell. Nur eine Menge Ausreden. Nur Ausreden. Ich höre auch nur Ausreden. Ich wundere eh, dass wir an vielen Orten noch nicht ausverkauft haben. Es gibt den einen oder anderen Laden, wenn ich Hausverbot habe. Ich auch, aber ich erinnere mich meistens nicht mehr dran, welcher das ist. An den einen erinnere ich mich, weil ich dann eine Woche später nochmal rein bin und die Frau hinterm Tresen meinte, du auf keinen Fall! Und dann durfte ich wieder gehen. Weißt du, Berlin war damals auch noch cooler. Da vor 6 oder 7 Jahren war ich mit Max von Achtbar Bikes in einem Club und wir haben dann einen Schweinekopf von der Wand geklaut und haben ihn sogar aus dem Club rausgebracht und Max ist damit sogar reingefahren. So ein Wildschweinkopf. Nicht mehr dafür, aber wo hängt der heute? Keine Ahnung, ich glaube, Max hat den irgendwo im Keller liegen lassen, das Arschloch. Das ist gut. Das ist ganz schön der Experten-Talk. Ja, ist schon die eine oder andere fiese kleine Rampe drin hier auf dem Kurs. Hat sich Bene echt ganz schön Mühe gegeben. Ganz schön cooler Kurs.
Sind das die letzten Vorbereitungen vor deinem Sieg? Ja. Und damit wird gefahren? Möglichst seriös. Ja, oder getragen. Oder getragen. Fall, ja. Da muss aber noch ein Standardaufkleber drüber. Ganz dringend. Ja, es fehlen ja nicht so viele Buchstaben, sind ja nicht anders. Ja? Das kann ich vielleicht irgendwie pixeln oder zurecht machen. Ey, keine Veränderung am Kurs. Du musst das schon so fahren, wie wir das präpariert haben, ja? Junge, 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 die quälen sich hier echt ganz schön. Da kommt Nobby. Komm, Nobby, fahr! Hopp, 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 hopp! Welche Ausrede hast du denn, dass du hier stehst und rauchst und nicht fährst? Ich verkaufe E-Bikes. Also ist okay. Das zählt, oder? Das zählt auf jeden Fall. Du bist so ein hübscher Hund, du bist so ein hübscher Hund. Ja, oh ja, du bist aber... Hallöchen. You're done? Totally cooked. Penny is. Totally cooked. Oh man. You crashed? Yeah, just there, it's so pretty. Oh, and in this shit area. Oh, oh it, but you look also like one of these football players, yeah, with the stuff under your eyes. How angry I am. Oh, so aggressive. Pretty cracks in the skull. Awesome guy. Money shot! Sie hat meinen Shot geklaut oder was? Nee. Das machst du nachher weg, ja? Wir müssen die Halle Besen rein wieder zurückgeben. Ich mach jedes Fahrrad sauber. Das wollte ich hören. So, viele schöne Preise, damit du nachher auch dein Rad, was du jetzt gerade vollgeschmuddelt hast, sauber machen kannst. Sehr, sehr cool. Cool. Und? Wie geht's dir? Mir geht's super. Siehst ein bisschen fertig aus. Es sieht nicht nur fertig aus, ich bin auf. Hast alles gegeben? Nee, da war noch was drin. Wäre noch was gegangen. Hast die anderen gewinnen lassen? Ich hab sie nur geärgert. So gehört sich das. Mach das mal zu. Und, wer hat gewonnen? Steffen Weigold. Nicht schlecht. Siegerin ist Kathleen Manville. Kathleen? Kathleen? Komm auf mich. Platz? Richtig ehrlich. Völlig am Ende. Und welchen Platz gemacht ungefähr? Ich weiß nicht, der Pascal kam zweimal vorbei. Okay. Aber das ist ja viel zu lang hier. Das dauert ja viel zu lang. Wir haben ihn ja völlig eingebrochen. Hast dich aber gut geschlagen, sahst nicht so fertig aus. Ich weiß nicht, wie lange wir gefahren sind jetzt. Eine knappe Stunde, glaube ich. Weil, ja, das kann sein, weil ich fahre normalerweise die Hobbyrennen und das sind halt immer 30, 35 Minuten. Und das war mir schon klar, dass das richtig eklig wird. Und das ist halt, ich bin halt irgendwann, ich war, von Anfang an Anschlag gefahren, aber ich wurde, glaube ich, immer langsamer. Ich war eher, Scheiße, ja, man munkelt ja, dass er aufgegeben hat. Ja, er war echt ähnlich. Richtig kaputt gefahren. Aber sehr harter Kurs. Aber Spaß gehabt. Aber Spaß gemacht, ja. Das ist ja, das Wichtigste. Sehr schön. Sehr gut. Kaffee. Schön gemacht. Spaß gehabt. Macht weiter, ja, Spaß gemacht. Cool. Aber ist nicht schlimm, dir geht's gut. Nein, mir geht's ja. Das ist, denn die Trackmob-Jungs sind hart im Nehmen, denen tut nichts weh. Absolut. So sieht's aus. Aber sieht auch gefährlich aus. Du könntest jedem erzählen, dass du mit einem Bären gekämpft hast. Ich okay, da ich draußen denke. Im Wald. Im Wald, im Cyclocross-Wald. Cyclocross-Wald.
glaubst, du kommst davon? So, ihr lustigen Knusperschnecken. Ich bin schon wieder auf dem Weg nach Hause von der Messe. Ich muss jetzt das kleine Mädchen übernehmen. Ordentlich Videomaterial sichten. Die Jungs hatten auch die GoPros an den Rädern. Da muss ich erst mal gucken, dass ich das vernünftig zusammengeschnitten kriege. Und wir sehen uns dann bei Mallorca Vlog Nummer 6 oder 7 wieder. Muss ich mal gucken, wie ich das hier online packe. Und bis dahin, fahrt vorsichtig, der übliche YouTuber Mist. Daumen nach oben, Link zu allen Sachen in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns das nächste Mal, ihr lustigen Knusperschnecken. Ciao.